Servus, da ist wieder Walter vom Permakultur Waldgarten. Heute geht es um die Eiche. Um die Eiche. Wir haben heuer ein Mastjahr. Was das ist, das erfahrt ihr heute in dem Film. Und auch, wie man daraus ein Eichelmehl herstellen kann. Zum Backen und für einen Kaffee. Und außerdem, wie wertvoll dieser Baum ist, diese Eiche, das Holz und auch in der Geschichte ist es ein sehr wertvoller Baum bereits gewesen. Das war in Zeiten der Kelten, war das ein heiliger Baum, der durfte nicht gefällt werden. Im Landesmuseum in Niederösterreich ist so eine Eiche aufgebaut mit Informationen darüber und dort steht, dass ungefähr 1000 Arten auf so einer Eiche leben. Es sind die größeren wie der Eichelhäher, hier das Eichkätzchen, aber auch sehr viele Insekten. Es ist also auch für die Natur ein sehr wertvoller Baum. Und er ist auch sehr wertvoll, das Holz ist wertvoll und auch in Zeiten des Klimawandels ist es sehr günstig, weil er hält die Trockenheit sehr gut aus. Früher wurden diese Eicheln viel stärker genutzt, auch von den Menschen. Es gibt sogar auch zum Kaufen heutzutage Eichelmehl. Probiert es einmal aus, das ist eine schmackhafte Alternative. Man kann es zum Keksbacken dazu nehmen, zum Brot backen und man kann auch einen guten Eichelkaffee draus machen. Bei uns in der Gegend unterscheidet man zwei Eichenarten, nämlich die Stieleiche. Das ist eine Stieleiche. Da sieht man schon, die Eicheln sind an einem Stiel und die Blätter haben keinen Stiel. Und dann gibt es die Traubeneiche. Ich schaue da noch, ob ich eine finde. Da sind die Eicheln mehr rundlich, in Traubenform, darum heißt es ja Traubeneiche, und die haben einen langen Stiel, die Blätter haben einen langen Stiel. Die Traubeneiche und die Stieleiche. Die Traubeneiche ist noch mehr trockenverträglich wie die Stieleiche. Schaut mal her, das sind Traubeneichen. Die Eicheln sind eher runder. Und sie sitzen in Trauben drauf. Die Blätter haben einen langen Stiel. Und die Eicheln haben einen kurzen Stiel. Also bei uns kommen beide Eichenarten vor. Das Interessante und Spannende ist das, alle paar Jahre, früher war es länger, jetzt ist es in kürzeren Abständen. Früher hat man gesagt, bei der Eiche alle 7 Jahre. Ist ein Mastjahr. Und zwar heißt es deshalb Mastjahr, weil man hat die Schweine in den Wald getrieben und die haben sich an diesen Eicheln vollgefressen und das ist ein sehr guter Speck geworden. Aber das Spannende ist, dass sich sämtliche Bäume, auch die Buchen und die Eichen, verabreden sich in ganz Mitteleuropa und es gibt ein Mastjahr, wo sehr viele von diesen Früchten oben sind. Warum machen die Bäume das? Die sind ja nicht dumm. Es gibt sehr viele Liebhaber von diesen Eicheln. Zum Beispiel der Eichelhäher, das Eichkätzchen, die Wildschweine und viele andere. Und wenn die Bäume jedes Jahr tragen würden, würden sie auch diese Liebhaber von diesen Eicheln so stark vermehren. Und die Eicheln fressen und die Eichel will ja aber nicht gefressen werden, sondern die will sich ja vermehren. Zudem macht sie ja diese Früchte. Und wenn das nur alle paar Jahre mal ist, alle 5 Jahre, alle 7 Jahre, dann können sie sich diese Liebhaber von diesen Eicheln nicht so stark vermehren. Das ist ein Schladebaum. Es ist heute ein wunderschöner Herbsttag. Die Eicheln fallen von den Bäumen.
Es ist ganz leicht, dass man da so eine Partie Eicheln zusammenklappt vom Boden. Besonders die Eicheln von den Kieleichen, die sind besonders schön. Die von den Traubeneichen sind ein bisschen kleiner und rund. Und ich habe heute da wen mit bei mir, kennt ihr den? Mit denen habe ich was gemeinsam. Das ist der Polizist des Waldes. Warum heißt der Polizist des Waldes? Weil, wenn man in den Wald reingeht, dann warnt er die anderen Tiere, dass da wer kommt. Mit seinem Krächzen. Und ich habe was mit ihm gemeinsam, nämlich ich liebe Eicheln. Ich habe gern Eicheln. Und ich habe jetzt ein Glas voll Eicheln zusammengesammelt und möchte da ein Eichelmehl draus machen. Früher hat das eine viel größere Bedeutung gehabt wie heute und man hat das sehr häufig verwendet. Diese Eicheln haben Gerbstoffe drinnen, die bitter schmecken. Und deshalb hat man früher diese Eicheln in Wasser geschwemmt eine Woche, damit diese Gerbstoffe weggingen. Horcht einmal. Was da so knackt, sind Eicheln, die von den Bäumen runterfallen. Es ist, wie gesagt, ein Mastjahr heuer und es gibt jede Menge Eicheln. Und es wäre schade, wenn man die nicht nutzt. Man kann da einen guten Kaffee draus machen. Kaffee ist eh so teuer. Manche dieser Eicheln fangen schon zum Treiben an. Das macht aber nichts. Schaut einmal her. Die könnte man einsetzen und hätte man wieder einen jungen Eichelbaum. Der Eichel hier. Er gilt in Österreich als jagdbares Wild. Warum? Weil er nicht nur diese Eicheln frisst, sondern er räumt auch Vogelnester aus, also die jungen Vögel und die Eier von den Singvögeln frisst er auch. Aber ich finde, das ist kein Grund, dass man den jagen sollte, diesen Eichel hier. Den ja ist auch sehr nützlich. Weil er für den Winter versteckt er diese Nüsse im Wald und dort, wo er es vergisst, gingen dann junge Eicheln auf. Deshalb habe ich schon Förster gesehen, die so Eicheln in manche Gebiete aufstellen, so wie in einem Nistkasten, damit sie der Eichel hier holt und dann wo vergräbt. Und man braucht eigentlich keine Eichenbäume setzen, sondern der Eichel hier erledigt diese Arbeit des Versteckens der Eicheln. Ich habe einmal wo gelesen, dass so ein Eichel hier bis zu 5-6 Eicheln da in seinen Kopf reinbringt und die tragt er dann fort und gräbt sie irgendwo ein als Wintervorrat. Aber so ein Eichel hier mag natürlich auch sehr gern Nüsse. Der so Walnüsse und so mag er auch sehr gern. Ein wunderschönes Tier, oder? 1000 Jahre. So alt kann so ein Eichenbaum schon werden. Und er hat auch eine uralte Geschichte. Bereits in der Steinzeit wurden die Eicheln verwendet für die Ernährung. Für die Jungsteinzeit ist belegt, dass die Menschen schon Brot backen mit dem Eichelmehl. Die Schweine wurden in die Wälder getrieben und mit Eicheln gemästet. Der Wert von so einem Wald hat sich nicht nach dem Holzwert gerichtet damals, sondern nach dem Wert der Eicheln, die da runterfallen. Und für die Kelten war die Eiche eine der wichtigsten Bäume. Es war auch ein heiliger Baum. In der damaligen Zeit hat man ja geglaubt, dass alle Pflanzen und Bäume beseelt sind und da drinnen ein Pflanzengeist wohnt. Und in der Eiche wohnt ein mächtiger Pflanzengeist. Bei den Kelten hat dieser Gott Danaris geheißen. Nördlich der Donau waren die Germanen. Bei denen war das der Donnergott Thor, der in so einer Eiche gewohnt hat.
Und es war verboten, solche alte Bäume sogar umzuschneiden. Und es wurden viele kultische Handlungen unter Eichenbäumen durchgeführt. Die damaligen Priester haben ja geheißen Druiden. Und die haben da ihre kultischen Handlungen vollzogen. Auch Tiere wurden geopfert unter dem Eichenbaum. Und es hat sowas gegeben, wie ein, das hat sich genannt Ding, das war so sowas, was bei uns eigentlich vergleichbar ist mit einem Gemeinderatssitzung. Da hat sich der Stamm unter der Eiche zusammengefunden, um zu entscheiden, wie es um wichtige Entscheidungen für den Stamm zu treffen. Es wurde dabei auch Bier getrunken, mit Pilsenkraut ein bisschen angereichert, aber keinesfalls waren die Ratsmitglieder sozusagen betrunken, sondern sie wurden nur in höhere Sphären damit geführt, mit einem Bezug zur geistigen Welt. Der Platz war oft umgrenzt mit geschälten Haselnussstäben, weil auch die Haselnuss sollte einen Bezug in die Anderswelt herstellen. Und auch Gericht wurde gehalten unter diesen Bäumen. Das hat sich ziemlich lang gehalten. Bis ins Mittelalter hat es so Gerichtsverhandlungen unter Eichenbäumen gegeben. Und man durfte keinen Meineid schwören oder lügen unter so einem Baum, weil der Gott in dem Baum würde das rächen, indem er die Eiche keine Eicheln mehr trägt oder indem es dem Stamm schlecht geht. Zum Beispiel, wenn so ein Ding im Herbst war, ist da entschieden worden, welche Tiere können wir in den Winter nehmen, welche müssen wir schlachten, wie viele Vorräte haben wir. Solche Entscheidungen wurden bei so Ratsversammlungen getroffen. Die Römer haben ja bekanntlich dann das Land erobert, der Kelten. Und den Missionaren waren natürlich so heilige Bäume oder heilige Hainen ein gewaltiger Dorn im Auge. Da sind einige Geschichten überliefert, wo sie solche Bäume geschlägert haben. Weil für die Kelten war das enorm wichtig, dieser heilige Baum, weil diese Gottheit Danaris, die da drin gewohnt hat, war auch zuständig für Fruchtbarkeit, für gute Ernte, fürs Wetter, für den Acker, Mensch und Vieh, für die Männlichkeit und vor allem war es auch zuständig für die Gerechtigkeit, der Gott, der in der Eiche gewohnt hat. Sie war stark und bot Schutz gegen die Kräfte und gegen das Chaos. Also die Kirche setzte Petrus anstelle des kräftigen Gottes, des kräftigen Donnergottes. Übrigens, auch in Rom wurde der Petersdom auf einem Eichenhain gebaut, auf dem Mons Celius, in einem Jupitergeweihten Eichenwald. Dort wurde der Petersdom gebaut. Diese Druiden, diese Führer der Kelten, diese geistigen Führer, haben eine große Macht gehabt. Das hat den Cäsar natürlich gar nicht gepasst. Er war ja ein kluger Taktiker, der Cäsar, hat er seinen Legionen angeschafft, dass sie diese heiligen Bäume fällen sollten. Und die Soldaten haben aber Angst gehabt, von diesem Gott dafür bestraft zu werden. Daher griff Cäsar selber zur Axt und begann, den Baum zu fällen. Und um zu zeigen, dass es keine göttliche Rache gibt dafür. Im 18. Jahrhundert wurden für die königliche Flotte von England 500 Eichen gefällt. Weil Eichen war ein gutes Schiffsbauholz. Die Zerstörung der englischen Eichenwälder war der Preis dafür, England den Weltmachtstatus bekam. Es gibt nur mehr selten so schöne Eichenbäume. Wirklich sehr selten. Eichelmehlherstellung. Und ich möchte jetzt da einmal, es ist nicht das erste Mal, ich habe schon einige Male
das gemacht. Ich möchte jetzt wieder ein Eichelmehl herstellen. Ein bisschen einen Rest habe ich noch vom letzten Mal. Schaut her mal, so schaut das aus, das Eichelmehl. Wunderschön. Riecht auch gut. Da ist das getrocknete Eichelmehl, das hält sich sehr lang. Ich habe jetzt so wie in der Steinzeit das nachempfunden und habe die Eicheln 3 Tage lang gewässert und jeden Tag habe ich das Wasser weggeleert. Und das werde ich jetzt auch wieder machen. Ich leere das Wasser mal weg. Ernährungsphysiologisch steht die Eichel so zwischen Getreidekorn und Nuss. Also es ist eigentlich eine gesunde Sache. Und durch das Wässern machen die ein bisschen auf, diese Eicheln da. Aber vielleicht müsste man es noch länger, aber ich habe jetzt 3 Tage das gewässert. Und jetzt kommt es so auf ein Backblech und wird dann bei 180 Grad 5 Minuten geröstet. Schaut, manche springen da wunderbar auf, die gehen dann schön zum Abschälen. Am Anfang muss man die Eicheln aussortieren, die ein Loch haben, weil da ist dieser Eichenrüsselkäfer, glaube ich heißt der, drinnen. Zum Beispiel, da ist schon so ein Loch drin, die kann ich schon weggeben. Man merkt es auch, wenn man es ins Wasser reinlegt, die was oben schwimmen, sind normal nichts mehr, die sind schon kaputt. Ich habe jetzt die geröstet 15 Minuten, dabei sind die meisten schon so schön aufgesprungen, schaut's her. Und das geht dann relativ schön zum Abschälen. Das ist jetzt halt ein bisschen eine Spielerei, bis die alle abgeschält sind, aber es geht relativ leicht, kann ich nur sagen. Hallo, falls ihr das einmal selber probiert, sagt mir nicht, der Walter, der erzählt uns was. Falls so Eicheln nicht ganz schön aufgesprungen sind, ist ganz gut, wenn man die ein bisschen da aufschneidet, dann geht das leichter zum Abschälen. Aber die meisten sind eh schön aufgesprungen. Fast zum Reinbeißen. Ich muss einmal so eine kosten. Dann kann man direkt so schon essen. In dieser Form da kann man es jetzt einfrieren, wenn man es nicht gleich verarbeiten will. Und die, was ich gleich verarbeite, tue ich aber jetzt da nochmal einmal kochen, ein bisschen kochen. Ich habe jetzt Eicheln geschält, gute 2 Kilo. Und ich will sie nicht verheimlichen, ich habe dafür ungefähr 4,5 Stunden gebraucht. Also man braucht schon Zeit zu dem Abschälen der Eicheln. Aber man kann ja nebenbei Radio hören oder wenn ihm jemand hilft, vielleicht mit sich mit jemand unterhalten und dort nebenbei Eichel abschälen. 3 Teile habe ich in der Kühltruhe eingefroren für spätere Verarbeitung und von einem Teil mache ich jetzt ein Eichelmehl. Ich habe dazu die Eicheln nochmal kurz aufgekocht, ein bisschen stehen gelassen, das dunkle Wasser abrinnen lassen, damit die Gerbstoffe wegkommen. Und jetzt gebe ich diese gekochten Eicheln in den Multizerkleinerer. Mit dem geht es hervorragend. Ich habe das früher immer mit so einer Bärenpresse gemacht. Das war eigentlich ziemlich viel Arbeit, aber mit dem geht es wunderbar schnell. Die sind relativ weich, die Eicheln. Und werden dann zerkleinert und das gibt so ein feines Mehl. Das Mehl kann man dann trocknen. Man kann es aber auch rösten, um damit Kaffee herzustellen. Und mit dem Eichelmehl kann man vielfältige Sachen produzieren. Das werde ich euch vielleicht beim nächsten Mal. Für den Kaffee wird das Eichelmehl ungefähr eine halbe Stunde in eine Pfanne geröstet. So, ich habe das Eichelmehl jetzt eine halbe Stunde ungefähr geröstet. Und das kommt jetzt in die Kaffeemühle, wird noch einmal fein gemahlen. So schaut das fein gemahlene Eichelmehl aus. Und mit dem werden wir jetzt einen Kaffee machen. Wie schmeckt er?
Gar nicht schlecht. Das schmeckt Kaffee. Noch, ja, das schmeckt. Auch Karamell schmeckt der. Wirklich? Ja. Kann man schon trinken, oder? Ja, das ist gut. Mit ein bisschen an. Was hast du reingegeben? Hafermilch. Hafermilch. Ein Barista Hafermilch. Der ist gar nicht schlecht. Das Mehl wird jetzt bei 50 Grad ungefähr 4 Stunden im Backrohr getrocknet und kann dann so in Gläsern aufgehoben werden. Es ist aber nur ein bisschen grob, also je nach Anwendungszweck muss man das noch einmal ein bisschen feiner mahlen dann. Das weiche Mehl. Im Jahre 1433 wurde unter die schöne Kirche da gebaut. Und sie war konzipiert als Wehrkirche. Was heißt das? Sie wurde abgesichert mit einer dicken Eichentür, die möchte ich euch dann zeigen. In kriegerischen Zeiten haben sich die Menschen da herinnen versteckt und verschanzt. Allerdings im Jahr 1809 ist Napoleon da durchgezogen mit seinen Truppen und hat diese Tür kaputtgeschlagen, obwohl sie eine sehr dicke Eichentür ist. Schaut einmal, wie dick die ist, aus heimischer Eiche. Haben das 1809 Napoleons Truppen kaputtgeschlagen, haben die Orgel verwüstet und haben den Kelch geraubt. Und der hiesige Schmied hat dann die Tür wieder repariert mit so Eisenstangen, die ihr da noch seht. Das ist ein Beweis von der Beständigkeit von Eichen. Das ist sicher heimische Eiche, aus den heimischen Eichenbäumen geschlagen. Vermutlich seit 1433 und tut immer noch seinen Dienst. Bei den Kelten hat die Eiche Duir geheißen. Und davon abgeleitet haben auch die Druiden, die Priester der Kelten, ihren Namen bekommen. Duir und Druiden. Und auch der Name Dür. Dür kommt von dem Duir, von dem Namen der Kelten für die Eiche. Die Eiche, einst spirituell verbunden mit den Göttern. Ich finde super, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Danke dafür. Über einen Daumen hoch oder ein Abo würden wir uns freuen. Tschüss, bis nächstes Mal.